Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video gibt es eine kleine Fragen-Antwort-Runde. Das heißt, die Fragen, die ihr schon mal unter den Videos gestellt habt, habe ich einige rausgepickt, die eventuell auch andere interessieren könnten und sich vielleicht andere schon mal gestellt haben. Darauf biete ich in diesem Video eine Antwort und generell wird es in der Regel jetzt am Freitag, jeden Freitag so sein, dass ich eine Fragen-Antwort-Runde mache. Und zum Anfang dieses Videos und dieses Formates möchte ich gerne ein Gewinnspiel veranstalten, und zwar unter allen, die auch hier unter diesem Video eine Frage oder einen Kommentar hinterlassen, nehmen an dem Gewinnspiel teil. Alle Bedingungen findet ihr unten in der Beschreibung soweit. Deshalb am Ende des Videos wird das Gewinnspiel starten bzw. auch gezeigt, was es zu gewinnen gibt. Ich kann euch eins verraten, ein Produkt im Wert von 50 Euro, was definitiv lohnenswert ist. Dementsprechend wünsche ich mir, dass ihr bis zum Schluss dabei bleibt, und viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, lasst uns loslegen mit der Fragen-Antwort-Runde, und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwerte an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay zu erleichtern. Und falls dir dieses neue Format gefällt mit den Fragen-Antwort-Runden und dem Gewinnspiel, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos für euch zu machen. So, Freunde, dann lasst uns mal schauen. Die erste Frage kam von Benny. Und zwar, er fragt, wenn man jetzt bei AliExpress bestellt und es an den Käufer sendet und er es zurücksenden möchte, was macht man dann? So, ich gehe davon aus, dass du die Waren quasi bei AliExpress über Dropshipping-Verfahren an den Endkunden versandt hast. Das heißt, du bestellst die Ware bei AliExpress und dementsprechend liefert AliExpress direkt an den Endkunden. Falls der Kunde es zurücksenden möchte, dann musst du natürlich gesetzlich gesehen ihm 14 Tage Widerrufsrecht geben und musst natürlich diesen Artikel auch zurücknehmen, falls er es widerruft. Was du dann mit diesem Artikel machst, ist natürlich so, zurückschicken an AliExpress ist in den seltensten Fällen möglich. In der Regel kannst du dann diesen Artikel, falls er denn noch im guten Zustand und im neuen Zustand bei dir zurück ankommt vom Kunden, einfach weiterverkaufen, dann musst du den Versand dementsprechend selbst abwickeln. So viel dazu. Falls deine Frage beantwortet ist, dann freue ich mich natürlich über einen Kommentar dazu. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar fragt hier Iman, hi, habe mal eine Frage, basieren deine Videos auf das Dropshipping oder bestellst du dir die Produkte und verkaufst die dann auf eBay und Amazon? Ja, tatsächlich, wie ich das gerade schon beantwortet habe, damit habe ich quasi die Frage schon beantwortet. Nein, ich nutze nicht das Dropshipping-Verfahren. Ich kaufe tatsächlich die Produkte selbst ein, wie ich euch das hier auch auf dem Kanal auch zeige mit den Deals. Dementsprechend, aber auch bei Großhändlern kaufe ich Waren in größeren Mengen ein und verkaufe diese auf den Marktplätzen Amazon und eBay. In den meisten Fällen verschicke ich auch selbst, das heißt, die Produkte verpacke ich selbst und gebe sie auch an die Post weiter. Ich habe einzelne Fälle, wo ich dann dementsprechend das Ganze durch FBA abwickeln lasse und da Amazon das Ganze übernehmen lasse. Ich hoffe, diese Frage ist auch beantwortet. So, kommen wir zur nächsten Frage, und zwar Henning fragt, ich bin der günstigste Anbieter mit Versand von einem Produkt, das ich über eBay verkaufe. Bei der Suchmaschine Google wird es aber nicht an der ersten Stelle angezeigt. Wie erreiche ich das? Das ist meine Frage. Gibt es ein Video schon dazu? Vorab erstmal, es gibt kein spezielles Video genau jetzt zu diesem Fall dazu. Und ja, zu der weiteren Frage ist Google Suchmaschine. Es ist in erster Linie sehr, sehr kompliziert, auf den ersten Platz überhaupt in der ersten Position aufzutauchen. Ja, auch wenn eBay quasi ihre Anzeigen bewirbt und in der Suche bei Google definitiv gefunden werden kann, ist es so, dass die ersten Plätze sowieso durch andere Mitbewerber belegt sind, weil sie halt Werbung dafür schalten, ja. Und in der Regel ist es so, dass man da sehr viel Geld auch in die Hand nehmen muss, um da an erster Position überhaupt zu erscheinen.
Des Weiteren, ich bin da nicht so tief drin in diesem Thema, jedoch weiß ich, dass man sich da sehr stark auch mit dem SEO beschäftigen muss. Das heißt, das ganze Suchmaschinen optimiert auch einstellen muss und so weiter. Auch ist es so, dass man gewisse Sachen zum Beispiel, wenn man sie heute veröffentlicht, auch erst nach 3 Monaten in der Suchmaschine gefunden werden können und überhaupt angezeigt werden können, ja. Und ja, tatsächlich, die organische Suche ist bei Google dementsprechend immer meistens ganz weit hinten. Da muss man schon ganz schön viel richtig gemacht haben, um überhaupt auf der ersten Seite aufzutauchen. Dementsprechend ist es so, dass hier natürlich das Ganze sehr schwer zu finden ist. Aber ich muss dazu sagen, zu deiner Frage ist, wenn du deine Produkte bei eBay verkaufst, dann sprichst du in der Regel nicht die Leute an, die das bei Google irgendwie suchen, sondern die das auch bei eBay suchen. Dementsprechend optimiere das deine eBay-Anzeige so gut wie möglich, auch mit dem Titel und der Angebotsbeschreibung, so dass es in der in der eBay-Suche gefunden werden kann. So hast du die größte Möglichkeit, dein Produkt auch zu verkaufen. Ich hoffe, damit ist deine Frage auch beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar, ich hatte dir eine E-Mail für das Coaching geschickt. Dazu habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Sorry für die späte Antwort. Ich habe dir bereits auch geantwortet, dass ich das Coaching mittlerweile nicht anbiete. Diese Frage habe ich dazu mit reingenommen, damit es einfach vielleicht alle mitbekommen. Derzeit biete ich keine Coachings an, auch aufgrund der Zeit, die mir wirklich wenig zur Verfügung steht, habe ich das Ganze dementsprechend auch erstmal pausiert. Es wird das definitiv nochmal stattfinden, jedoch Stand jetzt biete ich keine Coachings an. Dementsprechend könnt ihr mich natürlich gerne Dinge fragen, worauf ich eingehe und euch helfe, aber speziell jetzt in Einzelfällen gecoacht zu werden, biete ich derzeit nicht an. So, kommen wir zur nächsten Frage. Warum kommen keine Deals mehr? Ja, ich biete ja den Newsletter für Deals direkt per WhatsApp. Und ja, teilweise gibt es mal auch paar Tage keine Deals. Deshalb ist es so, dass da auch nichts veröffentlicht wird. Ja, ich suche nur spezielle Deals raus, die wirklich meiner Meinung nach profitabel sind zum Einkauf und wieder Verkauf. Also die Deals kommen sehr unregelmäßig. Wenn aber Deals kommen, sind es in den meisten Fällen sehr profitable Produkte, die man kauft und wieder gewinnbringend weiterverkaufen kann. Kommen wir zur nächsten Frage von Fabi. Ich bin gerade 17 und möchte was starten. Wie ist das denn, wenn ich etwas habe und danach in einen Hauptberuf einsteige? Muss ich dem Arbeitgeber dann Bescheid geben? Ja, tatsächlich musst du Bescheid geben. In der Regel ist es aber für die meisten Arbeitgeber gar kein Problem, wenn es nicht deine Arbeitszeit beeinträchtigt. Das heißt, du dürftest jetzt nicht in deiner Arbeitszeit, wobei das auch abhängig ist von deinem Arbeitgeber natürlich, aber in der Regel sollte, wie gesagt, deine Arbeitszeit einfach nicht beeinträchtigt werden durch deine Nebenberuflichkeit, und die gibst du dann einfach an. Und wenn du sagst, ich mache da nebenbei was online und kaufe und verkaufe Dinge online, dann wird da keiner was dagegen haben. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar von Alex S. Wo lukrativ verkaufen nach dem günstigen Einkauf? Hier ganz klar Amazon und eBay. Ja, eventuell noch eBay Kleinanzeigen, da hat man auch recht guten Traffic, den man nutzen kann, um Dinge weiterzuverkaufen. Aber natürlich sollte man in dem Falle einfach die größten und besten Marktplätze nutzen, und das ist mit großem Abstand natürlich Amazon und eBay. Danach könnte eventuell noch Kaufland.de als Marktplatz folgen. Aber wenn man jetzt sich speziell nur auf zwei Dinge oder vielleicht auch nur einen Marktplatz festlegen möchte, dann würde ich hier Amazon oder eBay bevorzugen, wenn man das Ganze komplett kostenlos machen würde, eBay Kleinanzeigen. So, kommen wir zur nächsten Frage, und zwar fragt hier Emre: Hi Alex, könntest du bitte vielleicht mal kurz erklären, wie man diese Umsatzsteuer bei Amazon einpflegt, um umsatzsteuerfrei einkaufen zu können? Ist es nicht sinnvoller, ein separates Konto als Businesskonto zu erstellen? Zur ersten Frage, ja, dazu habe ich schon ein Video gemacht, wie du deine Umsatzsteueridentifikationsnummer einpflegen kannst. Das packe ich mal unten in die Beschreibung, falls es noch jemand nicht getan hat, sollte er es tun, um so zum Beispiel auf den ausländischen Seiten wie Spanien, Italien oder auch Frankreich bei Amazon umsatzsteuerfrei als gewerblich Treibender einkaufen zu können.
Und die zweite Frage, ja, ist es tatsächlich auch sinnvoller, ein separates Businesskonto zu erstellen bei Amazon, um so das Ganze einfach nur zu splitten. So, kommen wir zur nächsten Frage. Hallo, ich habe zweimal die Maus von Mac gekauft und konnte diese bei Amazon nicht weiterverkaufen, da ich nicht freigeschaltet bin. Wie lange dauert eine Freischaltung und was schreibe ich da rein? So, also als erstes musst du da nichts reinschreiben, wenn du bei Amazon ein Produkt freischalten möchtest. Dazu habe ich auch schon bereits ein Video gemacht, verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Du musst Rechnungen vorlegen, das heißt Rechnungen, die mindestens 10 Produkte von dem Produkt, was du freischalten möchtest, beinhalten, ja? Was ich vorab sagen kann und kurz und knackig sagen kann, ist, Amazon akzeptiert keine Rechnungen, wenn diese über den eigenen Marktplatz gekauft worden sind. Das dazu. Das heißt, ihr müsstet anderweitig irgendwo genau diese Produkte kaufen, wenn ihr diese bei Amazon freischalten möchtet, um diese bei Amazon weiterzuverkaufen. Und da immer, wie gesagt, 10 Stück. Hoffe, damit ist die Frage auch beantwortet. So, und zwar kommt die nächste Frage von Stefan. Hi, könntest du nicht auch eine Telegram-Gruppe eröffnen? Ich gehe davon aus, dass du damit meinst für die Deals, ja, weil das auch unter den Deals-Seiten, unter den Deals-Kommentar war. Tatsächlich habe ich da jetzt eine Telegram-Gruppe eröffnet, weil es gewünscht wurde und von vielen scheinbar auch genutzt wird. Ich selber nutze auch Telegram, habe mir aber diesbezüglich auch jetzt nicht für die Deals genutzt. Ich werde euch den Link dazu unten in die Beschreibung packen, wie ihr auf diesen Kanal, ja, den Kanal beitreten könnt, um diese Deals zu empfangen. Dementsprechend gerne unten die Links anschauen und dementsprechend auch beitreten. So, Freunde, und wir sind am Ende des Videos und wie angesprochen, kommen wir zu dem Gewinnspiel und verlost werden diese In-Ear-Kopfhörer von Soundcore im Wert von 50 Euro. Ich blende euch das einmal hier ein. Bei Amazon kosten die tatsächlich 50 Euro. Das Ganze für euch kostenlos und wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, findet ihr unten in der Beschreibung an den Teilnehmerbedingungen. Lest euch das Ganze gut durch. Die Bedingung ist so, dass es auch eine Woche nur laufen wird und dementsprechend wünsche ich euch viel Glück dabei, dass ihr diese Kopfhörer gewinnt. Stellt mir gerne Fragen zu weiteren Themen, die ich auch als Videos bereitstellen soll und kann. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und freue mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, drückt auf die Glocke, so bleibt ihr auf dem aktuellen Stand und wünsche euch viel Glück beim Kaufen und Verkaufen. Bis zum nächsten Video. Ciao.